Ja, guten Tag. Sie haben mich gerade mit einem Privatkundenbetrieb von der Finanzagentur GmbH verbunden, mit der Schuldenverwaltung. Da konnte Ihnen keiner weiterhelfen. Nein, ich suche hier bei Ihnen die Rechtsabteilung, die für Haftung zuständig ist. Ja, einen kleinen Moment bitte nochmal. Hören Sie bitte. Ja. Also ich müsste Sie bitten, uns eine E-Mail zu senden. Wie kommen Sie denn darauf? Nach dem Informationsfreiheitsgesetz muss ich gar nichts machen. Nach dem Informationsfreiheitsgesetz sind Sie verpflichtet, Anfragen telefonisch, fernmündlich und schriftlich zu beantworten. Wenn Sie mir hier diktieren, dann ist es ein Diktator. Also so geht das nicht. Sie sind an das Informationsfreiheitsgesetz gebunden. Also sehen Sie zu, dass Sie jemanden haben, der meine Fragen beantworten kann. Kleinen Moment bitte. Schönen guten Tag. Guten Tag. Was kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Mustafa. Ich hätte gerne gewusst, mit welcher Fachabteilung ich spreche. Ja? Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, was kann ich für Sie Okay. tun? Also, es ist so, ich werde hier seit Jahren von Menschen Dinge gefragt, weil ich schon etwas, ja, wie soll ich sagen, fortgeschrittener bin. Ich bin international anerkannter Menschenrechtsopfer der Bundesrepublik. Und es ist so, dass ich eine Obligation gegen den Bund gerichtet habe, denn die Gewaltentrennung tritt in bestimmten Fällen des Einführungsgesetzes zum BGB außer Kraft, und zwar dann, wenn die Grundrechte verletzt werden. Und eine Menschenrechtsverletzung, die Verletzung meiner Menschenwürde, ist eine Verletzung im Grundrecht. Das ist Artikel 6 Einführungsgesetz zum BGB, und wir befinden uns also im vertraglichen Schuldverhältnis. Jetzt ist es so, ich habe jetzt versucht, weil das ist ja natürlich entstanden durch die Justiz. Ich habe diesen Titel vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht, und der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht kann keine Entschädigung anerkennen, weil es nur feststellt. Das heißt, Darf ich nochmal fragen, was ist Ihnen passiert? Was ist mit der Obligation passiert? also, ich bin Menschenrechtsopfer der Bundesrepublik, Weil? weil sie Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Und was haben wir gemacht? Menschenrechtsverletzungen. Ja, was haben wir denn gemacht? Was hat denn die Bundesrepublik gemacht gegen Sie? Menschenrechtsverletzung, das muss, erschießen ist ja viel. Aus welchem Grund ist es egal? Menschenrechtsverletzung ist Okay, Herr alles Mustafa, machen wir Unrecht. mal Folgendes, machen wir es mal kurz. Was möchten Sie jetzt von mir? Okay, jetzt kommen wir. So, und dadurch, das steht im Einführungsgesetz zum BGB drin, wenn das passiert, dann befinden Sie sich im außervertraglichen Schuldverhältnis, und dann muss eine Obligation gerichtet werden, um den Verantwortlichen für sein Verhalten zu bestrafen. Okay. Und ihn davon abzuhalten, erneut dieses rechtliche Verhalten fortzusetzen und auch andere davon abzuhalten. Das heißt, Sie müssen jetzt die Folgen der Obligation, also dieser unerlaubten Handlung, bezahlen, nämlich der Begriff des Schadens enthält sämtliche immateriellen und materiellen Folgen einer unerlaubten Handlung, Und einer welche Handlung war das denn? Menschenrechtsverletzung. Okay, jetzt sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. Seien Sie mir nicht böse, aber ich habe noch ein Gespräch Eine innerhalb. Milliarde Euro. Wollen Sie haben? Überhaupt kein Problem. Schicken Sie das bitte ans Ministerium, weil Sie sind hier komplett falsch. Wieso? Sind Sie nicht die Schuldenverwaltung? Nee, sind wir nicht. Also ich habe eben gerade mit dem Ministerium gesprochen. Ja, und die haben was gesagt? Dass Sie zuständig sind für die. Wir Ja, sind weil. eine GmbH. Wir haben mit dem gar nichts zu tun. Schicken Also, Sie bitte Ihre okay, Forderung von jetzt habe einer ich verstanden. Milliarde Euro. Habe ich Herr jetzt Mus verstanden? Dann habe ich können jetzt eine Frage, weil sich jetzt etwas ein Konflikt ergeben hat. Der Bund haftet bei der Erfüllung seiner durch die Finanzagentur wahrgenommenen Verpflichtung Ja, für trotzdem. jedes Verschulden der Sie? Finanzagentur und Nee, ihrer nee, 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 Mitarbeiter nee, sowie nee, nee. Personen. Nein, Wieso? nein, das ist ein Missverständnis. Wir sind nur für Wertpapiere zuständig. Für Ihre Menschenrechte schicken Sie das bitte an die Bürger. Wie Wertpapiere? Moment mal. Der Bund ist doch die Schuldenverwaltung. Ja, aber wir sind nicht der Bund. Aber Sie haben doch mit mir ein Scheingeschäft gemacht, indem Sie sich mit mir in Papier rumgeärgert haben. Haben wir nicht? Doch, Sie haben mit mir gestritten. Hier steht Wir doch haben mit drin. Ihnen gestritten. Wann denn? Schauen Sie bitte. So wie Ihre Mitarbeiter, so wie die Person, hier geht es um Personen.
die die Finanzagentur zur Erfüllung der Verpflichtung hinzuzielt. Dazu zielt der Richter, der Polizist, der Terrorist. Damit haben wir aber nichts zu tun. Wer bezahlt denn die Richter? Der Staat, keine Ahnung, wir sind das nicht. Wir sind das. Hallo, dann sind wir. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind jetzt, Sie haben 6 richtige 1 Milliarde Euro. Wenn Sie mir sagen können, wie viel. Schauen Sie, hier steht doch drin. Es entsteht darüber hinaus ein gesetzliches oder rechtsgeschäftliches Schuldenverhältnis zwischen der Finanzagentur und den Geschäftspartnern. Haftet die Finanzagentur gegenüber den Geschäftspartnern wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit unbeschränkt. Nein, hier geht es nur um Wertpapiere und nicht um Ihre Gesundheit oder sonst was. Und auch, Herr Mustafa, sagen Sie, ich ist das alles falsch? Ich beende jetzt hier das Gespräch. Nein, ist das alles falsch? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ist das alles falsch?